Beschäftigt euch etwas? Ja, ich auch. Und am Ende hatte ich das Gefühl, dass er uns gesehen hat, uns gespürt hat. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Es kann aber auch nur meine Einbildungskraft gewesen sein. Was meint ihr? Ich dachte, wir wären bereits besonders vorsichtig. Heißt das, wir müssen jetzt besonders, besonders vorsichtig sein? Na toll. Und da genieße ich mein Schläfchen. Aber wenigstens ist jetzt eines klar, nicht wahr? Ganz offiziell. Es ist eine Verderbnis. Kann ich euch wirklich nicht für diesen Hut begeistern? Wie wäre es mit ein paar Ohrringen? Oder einem Käsemesser? Es gibt wohl noch mehr Ärger im Land. Je mehr die Panik vor einem Angriff der dunklen Brut steigt, desto mehr hört man von Aufständen. Warren, Denerim, Hyever. Überall gibt es Ärger. Einige Leute fliehen sogar schon nach Norden, in die freien Marschen. Sie sagen, Ferelden sei verloren. Glaubt ihr, das ist wahr? Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Natürlich. Viel Glück euch und euren Freunden. Auf Wiedersehen. Ist das für mich? Wirklich? Nun, ich bin sprachlos. Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Ist das für mich? Wirklich? Nun, ich bin sprachlos. Wie nett. Ich bin euch dankbar. Das ist wirklich aufmerksam. Ja, das kann nicht schaden. Ja, das kann nicht schaden. Wie aufmerksam. Ich danke euch. Ich danke euch sehr. Was habt ihr da? Einen Spiegel? Ihr konntet das zwar nicht wissen, aber ich habe vor langer Zeit etwas ziemlich Ähnliches besessen. Ich hatte solch einen Spiegel aus einem Dorf gestohlen. Flemeth war so wütend über meine Sorglosigkeit, dass sie ihn zerstört hat. Das war schrecklich für mich. Es ist unglaublich, dass ihr einen gefunden habt, der ihm so ähnlich ist. Was soll ich sagen? Dafür wollt ihr doch sicher eine Gegenleistung.
Ihr sagt das, als sei es etwas völlig Normales. Aber ich habe noch nie ein Geschenk bekommen, für das ich nicht einen Preis bezahlen musste. Ich sollte mich wohl bei euch bedanken. Für das Geschenk. Das ist wirklich sehr aufmerksam von euch. Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Unbedingt. Ja. Ja. Passt auf, wo ihr hinstarrt, Alistair. Gut, aber keine Sorge. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Aha. Ich habe mir eure Nase angesehen. Und was fasziniert euch so an meiner Nase? Mir fiel gerade auf, dass ihr die gleiche Nase habt wie eure Mutter. Oh, wie ich euch hasse. Was? Schon gut. Guten Tag. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und einen Tod gibt, so gibt es nur einen Gott und er ist unser Erbauer. Diejenigen, die ihre Liebe falschen Göttern schenken, sind Sünder. Was? Es wird keine Nachspeise. Erwähnt? Das ist wahrlich ein Wunder. Und nach all dem Schweiß, dem Blut und den Qualen war ihr Werk vollendet. Und die Welt bestaunte ihre Schöpfung. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Vom niedersten Sklaven bis hin zu... Schon seltsam, dass bei einer derart angespannten Lage die Tage so freundlich sein können. Oh, verzeiht, ich habe nur laut gedacht. Wollt ihr zur Anschlagtafel des Kantors? Ich bin Schwester Justine, Kuratorin der Reliquien dieser Kirche. Ah, und schon wieder zeige ich Stolz. Es ist schwer, dem Vorbild Andrastes gerecht zu werden. Mich hat Geschichte schon immer fasziniert. Und gibt es einen besseren Ort für diese Leidenschaft als die Geburtsstätte der Prophetin des Erbauers? In meinem Alter Kuratorin dieser Kirche zu sein, ich bin ständig im Kampf mit meinem Stolz. Ich hoffe, der Erbauer vergibt mir, dass ich meine Demut von Zeit zu... Natürlich. Genießt euren Besuch in der Kirche. Die seinen Kindern grundlos reizen. Im Namen Andrastes, der Braut des Erbauers, heiße ich euch in diesem Hause willkommen. Wenn ihr Hochzeits- oder Bestattungsdienste wünscht, solange die Kathedrale geschlossen ist, müsst ihr euch an Schwester Olma wenden. Ist jemand gestorben? Ich erinnere mich an eine Bestattung. King Kaelin ist tot, erinnert ihr euch? Ebenso wie der Großteil seiner Truppen in Ostagar. Der Erbauer sei ihnen gnädig. Das, was du fürchtest, was allein im Schatten des Todes lebt, ist nur eine Wolke, die vor der Sonne vorüberzieht. Die Verluste in Ostagar waren gewaltig. Jeden Tag wurde ein verlorenes Kind Denarims bestattet. Und es warten noch unzählige weitere Trauerfeiern auf uns.
Möge das Licht des Erbauers euch den Weg weisen. Ich kümmere mich darum. Schön, euch wiederzusehen. Mischt euch nicht in meine Angelegenheiten ein. Ich habe noch nie so viele Händler und Kunden auf einem Haufen gesehen. Ist das immer so? Vorsichtig mit dem Paket, du faules Ding. Es ist mehr wert, als du in 10 Jahren verdienst. Ich kenne euch. Aus Ostagar. Bei Andrastes Blut. Ihr seid ein grauer Wächter, Duncans Schülerin. Ihr habt meinen Freund getötet und den großen König Kaelin. Ich verlange Genugtuung, Sir! Verzeiht mir, Sir. Ihr müsst mich für einen Narren halten. Aber ihr seht wirklich aus wie... Ich hatte zu viel Bier. Ja, bestimmt. Entschuldigt mich. Was ist? Ich habe zu tun. Was besagt sie? Ich wusste, dass das geschehen würde. Ausgerechnet jetzt, wo langsam alles gut wird. Nun, ich nehme an, ich sollte euch danken, ne? Guten Tag. Ziemlich viel los auf dem Markt, nicht wahr? Ruht euch hier aus. Ich habe die beste Auswahl an Blumen und Duftölen aus Orle in ganz Denerim. Für euch vielleicht? Die Öle sind bei einem Bad sehr entspannend. Das ist ein guter Duft doch. Schließlich ist Ferelden nicht mehr voller Barbaren. Mit der Nase bildet man sich ebenso ein Urteil wie mit Augen und Ohren. Aber ihr wirkt gerüsteter als die meisten meiner Kunden. Vielleicht wollt ihr zum Rüstungsschmied Wade im Süden. Er soll ein wahrer Künstler sein. Moment, ist das das, was ich glaube? Das Gebäude da drüben mit der gelben Tür. Wird sie wissen, wer ich bin? Weiß sie überhaupt, dass ich existiere? Meine Schwester. Klingt sehr seltsam. Schwester. Schwester. Ich plappere nur noch. Wir sollten gehen. Ja, gehen. Einfach weg. Weg! Hallo? Hä? Habt ihr Bettzeug zum Waschen? Ich verlange 3 Kupferlinge pro Bündel und leiste die beste Arbeit von allen. Glaubt ihr seiner Talia kein Wort? Sie ist Ausländerin und nimmt euch nur aus. Ich bin nicht hier, um etwas waschen zu lassen. Mein Name ist Alistair. Ich bin... Das mag seltsam klingen, aber seid ihr Goldanna? Falls ja, bin ich euer Bruder. Mein was? Ja, ich bin Goldanna. Woher kennt ihr meinen Namen? Welch üblen Streich führt ihr im Sinn? Also... Unsere Mutter. Sie arbeitete als Dienerin auf Schloss Radcliffe vor langer Zeit. Dann starb sie. Wisst ihr davon? Sie... Du!
Ich wusste es. Sie sagten, du wärst tot. Du wärst zusammen mit Mutter gestorben, aber ich wusste, dass es gelogen war. Sie sagten dir, ich sei tot? Wer? Wer hat das gesagt? Die im Schloss. Ich sagte, der Vater des Babys ist der König, aber sie sagten, es sei tot. Hat mir etwas Geld gegeben und mich weggeschickt. Ich wusste es. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Das Baby ist nicht gestorben. Das war ich. Ich bin dein Bruder. Als ob mir das helfen würde. Wegen dir ist Mutter tot und ich hab's nicht leicht gehabt. Das Geld war bald weg und als ich wieder hinging, wurde ich fortgejagt. Und wer im Namen des Erbauers seid ihr? Irgendeine Zwergin, die ihm seine Reichtümer hinterherträgt? Hey, sprich nicht so mit ihr. Sie ist meine Freundin und ein grauer Wächter, so wie ich. Oh, verstehe. Ein Prinz und auch noch grauer Wächter. Wie kann ich, niedriges Wesen, nur schlecht von jemand so Hochstehendem denken? Ich kenne dich nicht, Junge. Dein königlicher Vater hat mir meine Mutter weggenommen. Und was habe ich dafür bekommen? Gar nichts. Ich wurde übers Ohr gehauen. Ich hätte es allen erzählen sollen. Ich muss 5 Mäuler stopfen. Und wenn du mir nicht dabei hilfst, kannst du gleich wieder gehen. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll.